Hi Leute und willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir möchten die nächsten Schreine machen. Hier müssen wir auf den Blutmond warten. Das heißt, wir machen erstmal den da. Wieso eigentlich nicht? Direkt importieren. Sparen wir Zeit. Ja, wer möchte das nicht? Ausdaueranzeige. Beim Klettern nimmt die Ausdaueranzeige kontinuierlich ab. Wenn sie leer ist, verlierst du den Halt und fällst in die Tiefe. Ja, wenn die Kraft nachlässt, fällt man halt runter. Das ist halt so, ne? Ich sehe gerade, wir haben 114 Schreine. Das heißt, wir brauchen nur 6. Ah, das erklärt, warum ich nicht so viele mehr gefunden hatte. Haben wir denn noch 6 Stück auf der Karte? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl, wir haben alle. Das heißt, den hier müssen wir machen, sobald der Blutmond startet. Alle anderen können wir jetzt abklappern. Gut, nice. Wo muss ich hin? Da so. Ah, ich sehe schon. Das war relativ cool. Wir haben sogar die passende Ausrüstung. Unser Schild sieht ein bisschen verranzt aus. Ah, da kommen wir wahrscheinlich nicht rauf. Gehen wir auf den unteren. Vielleicht fällt mir was Tolles. Und da kommen wir auch nicht rauf. Na toll. Na gut, dann halt runter. Das Donnerplateau. Hier waren wir auch noch gar nicht. Es schießt auf uns. Ah, 2 Stück von denen. Wer im Land des Donners weilt, bekommt eine Prüfung zugeteilt. Wenn 4 Geister an ihre Plätze reisen, den Weg zur Prüfung sie dir weisen. Okay. Prüfung im Sturm. So, gut, dass wir jetzt unseren supergeilen Helm aufhaben. Da macht uns der Donner nämlich gar nichts aus. So, wir sollen die 4 Geister, was durch diese Kugeln da symbolisiert wird, da oben ist einer, und die müssen wir auf ihre Plätze bringen. Wo das ist nämlich dann da oben. Müssen wir noch wissen, wie wir die am besten dahin bringen. Wie man hier am besten hochkommt, wissen wir. Rivale Sturm. Hab's. So. Kein Problem. War sogar schon zu hoch. Weil ich glaube, mit Klettern ist es echt schwer. Na komm. Uah. So. Das ist der erste. Da liegt schon einer. Uah. Autsch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir am besten da hochkommen. Ich glaube, das war hier rechts. Ja, da ist was zusammengebrochen. Das könnte gut klappen. So. Schickes Zeichen. Ich hoffe, das kriegen wir da hochgeworfen. Wenn nicht, haben wir halt ein Problem. Ah, komm, es kann klappen. Aber nein, 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 Link. Nein. Klappt natürlich nicht. Ah, aufzurutschen. So, noch ein Versuch. Ah, das wird aber nichts. Nee, hier will er nicht. Okay. Kriegen wir es vielleicht hier hochgeworfen? Sind die magnetisch? Natürlich nicht. Schade. Okay. Ups. Hey. Wo ist mein... Da. Was ist mit dem Frosch passiert? Warum lag der gerade auf dem Rücken? Na komm her. Oh, Regen ist super. Die fliegen gar nicht sofort weg. Gut, dann probieren wir eine andere Taktik.
dachte, man hätte ihn hochwerfen können. Naja, vielleicht habe ich ihn auch einfach doof angestellt. So, das heißt, wir legen die hier hin. Nein, oh, ich bin ein Trottel. Falsche Taste. So, einmal hier vorne hin. Jetzt aber. Und wir probieren das mit Stahase. So, nochmal. So. Hä? Wo ist unser Ball hin? Hat der Blitz den gerade verpulverisiert? Hä? Das Ding ist weg. Okay. Das ist mir so auch noch nie passiert. Das ist merkwürdig. Oder ist der hier hochgepfeffert worden? Nö, sieht nicht so aus. Ist der resettet worden? Wo ist das? Nö, da ist auch nicht drauf. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Wo ist das Ding? Ach, hier hinter versteckt. Ah. Warum auch immer der hier hingegangen ist. Oder wir nehmen einfach hier die Rampe. Das sollte eigentlich auch klappen. So, dahin. Nein. Hör auf zu klettern und du legst das dahin. Er macht's nicht. Wieso hält das nicht? Hier, an der Kante. So. Das sollte reichen. Perfekt. So wollte ich das haben. So. Wo muss der hin? Da oben rauf? Ernsthaft? Ne, hier unten. Alles klar. Orange. Oder gelb? Grün, rot, blau. Ne, dann wird das hier jetzt auch richtig sein. Ach, die ganze Zeit rollt er aber jetzt nicht. Link, danke. So, der ist ganz einfach. Hör auf, den wegzuschleudern, du blöder Blitz. Ist ja der Hammer, wie viel Power dahinter ist. So. Perfekt. So, jetzt müssen wir nur noch gucken, ob wir da ganz gut rankommen. So, am besten mal so hoch wie möglich. Vielleicht können wir darüber gleiten. So, Blitz weg. Sieht schlecht aus. Na gut. Aber von hier aus können wir vielleicht schon mal ein bisschen Höhe gewinnen und dann da hochklettern. Dann können wir uns das einmal sparen mit Rivali. Ja, perfekt. Oh, nein, 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 nein. Puh, okay. Nice. Jetzt mir ist egal. Haben wir irgendwo... Ah, ich weiß nicht. Am besten tragen wir ihn auch einmal komplett rüber. Wo unsere kleine schöne Rampe war. Da wissen wir auf jeden Fall, dass es funktioniert. Hier bin ich mir unsicher. Was ist das eigentlich für ein Zeichen? Ein Kreis. Oder Muschel oder was weiß ich, was das sein soll. Oder können wir das hier? Nee, sieht schlecht aus. Gut, dann gehen wir einmal rüber. Daran soll es jetzt auch nicht scheitern. Sind, glaube ich, auch schon fast da, oder? War das nicht hier vorne? Schade, dass man nicht rennen kann. Also so richtig schön rennen mit dieser Kugel. Ah, die ist wahrscheinlich auch ein bisschen zu schwer. Ein Glück haben wir jetzt einen Helm. Das haben wir wahrscheinlich schon 5-mal krepiert. Oder öfter. So, perfekt. Da sind wir schon. So, hier war das, ne? Genau. Ach, komm schon, Link. Kleine Stufe. Ne, da warten wir jetzt den Blitz ab. So. So, und drauf da. Na toll. Ausgerechnet jetzt. Hier, Holzschwert.
Wow. Der ist abgegangen. Das war gut. So, jetzt aber hoch. Ah, besser, dass wir uns mal treffen. Jetzt fliegt der Ball wieder sonst wohin. Sehr schön. Da müssen wir nur noch den da runterkriegen. Das machen wir dann mit Rivali Sturm. Dann soll das auch passen. Was ist das? Hier müsste es eigentlich ständig einschlagen. Warum tut es das nicht? Ich meine jetzt nur wegen dem Schwert, ne? Weil auf dem hier Pferde-Ding ins Kopf hatten wir das ja auch mal. Autsch. So, perfekt. Dann haben wir das ja. Ups. So, auch. Na, wer hätte es gedacht? Beim ersten Mal, wo ich hier war, in meinem Privatspiel stand, da haben wir. Hier. Ja, auch ewig rumprobiert. Ich weiß nicht. Hier haben ständig. Ich habe mich komplett ausgezogen, so ungefähr. Alles, was halt nicht leitet. Und Prüfung im Sturm geschafft. Und ich habe hier ewig rumprobiert, wie ich da raufkommen soll, aber durch den Regen konnte ich da halt nicht hochklettern. Also bei dem anderen. Bei welchem war denn das hier? Bei dem blauen. Nee, bei dem gelben war das, ne? Genau, da konnte ich halt nicht hochklettern und oh, da bin ich verzweifelt dran. Bis mir irgendwann dann so kam, so, ey, diesen Helm, der wäre perfekt. Dann habe ich mir den geholt und dann ging das. Da wir den jetzt schon haben, hat das gepasst. Wir haben das Gebiet hier auch vorher noch nicht betreten. Also hat das auch eigentlich ganz gut gepasst. Kochen. Wenn du mehrere Zutaten desselben Typs auf einmal verwendest, bleibt der Effekt der gleiche. Aber das Gericht füllt mehr Herzen auf. Ja, das brauchen wir schon bald nicht mehr. Also doch schon, aber... Ihr wisst, was ich meine. Die Maxi-Dinger füllen das eben komplett auf schon. Das Geheimnis der Risse. Ah. Okay. Hier, ups. Müssen wir ein paar Bomben benutzen. Aber ich glaube, das war sogar so, dass man hier nicht alles zerstören darf, oder? Aha. Da haben wir schon mal eine Kiste. Oh, die Isolierrüstung. Rüstung aus einem antiken Material namens Gummi. Das vor Stromschlägen schützt. Das Geheimnis der Herstellung dieses Materials ging im Laufe der Zeit verloren. Ah, das ist schlecht. So ein paar Gummistiefel hätten doch schon was. Können wir hier hochklettern? Natürlich nicht. Hm. War das jetzt ein Fehler, dass ich das gemacht habe? Ne, wir können hier rüber. Das ist schon mal gut. Komme ich denn von hier aus auch noch zum Ziel? Weil ich muss ja irgendwie darüber. Ah, das passt, ja. Okay, dann bleibt das so. Können wir irgendwas hier machen? Mir fliegt gerade ein Flugzeug hier lang. Super. Ich hoffe, das hört man nicht so laut. Aha, da ist ein Schalter. Das heißt, ich mache den hier mal weg. Ups. Ah, halt auf, danke. Uah, das war ein Fehler. So rum. So, dann können wir nämlich jetzt mit dem Magnetmodul, wir haben ja hier gesehen. Na komm, den brauchen wir. Dann packen wir den darauf. Dann müsste es eigentlich reichen, oder? Jawohl. Ah, perfekt. Hier ist nichts mehr. Alles klar. Ich möchte aber trotzdem nochmal das wegsprengen. Und zu gucken, ob hier was ist. Sieht aber nichts aus, ne? Warum ducke ich mich? Ne, da ist nichts mehr. Alles klar. Warum ist hier an der Seite noch einer? Einfach nur, um da zu sein. Alles klar. So, jetzt dürfen wir nur die hier in der Mitte nicht zerstören, damit wir da halt noch rüberkommen. Sonst hätten wir nämlich jetzt ein Problem gehabt mit dem Rüberkommen. Na komm, Link. Wir haben gesehen, das passt. Danke. Sehr schön. So. Haben wir dahinter noch irgendeinen Gang? Nö. Schade. Na gut.
Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Und ein Zeichen der Bewährung für uns. Sehr, sehr geil. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Gangarten von Pferden. Schritt, Trab, Kanter und Galopp. Verwende A, um dein Pferd anzutreiben und den linken Stick, um es zu zügeln, also nach hinten ziehen. Oder nach unten, wie auch immer. Wobei unten wäre eigentlich reindrücken, also nach hinten ziehen. Das passt schon. Sehr schön. So. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, dass jetzt der Donner weg ist. Und er bleibt auch weg. Außer halt normaler Regen. Aber hier hätte, dadurch, dass Donnerplateau heißt, hätte das ruhig ewig so bleiben können. Finde ich. Das fand ich ein bisschen schade, dass sie das nicht gemacht haben. Naja, gut. Ich wollte gucken. Da können wir hin. Wir sind sogar schon grob richtig, müssen nur da hoch. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach da hinten die Schräge. Das war ein kleiner Umweg, anstatt zu klettern, aber... Klettern. Bin nicht so der Freund davon. So. Ist hier ein Abgrund oder kann ich hier mit dem Pferd durch? Wahrscheinlich könnte ich hier mit dem Pferd durch, ja. So, komm mal her. Wilder Typ. Dann, ja, komm her. Sehr schön. So. Oh, ich finde das so gut, dass man sein Pferd her teleportieren kann. Das ist einfach nur geil. Na komm. Kurz aufladen. Na komm, hier können wir doch hoch, oder? Ja. Sieht gut aus. So, und hier oben soll jetzt auch noch einer sein, ne? Ups. Ja, weiter rechts aber. Gut, dann müssen unser Radar ja gleich anspringen. Oh. Dann halt nicht. Jetzt aber. So, wo? Ah, jetzt. Da unten ist das Pferdeding. Ist das vielleicht ganz oben? Sieht schlecht aus, würde ich sagen. Ah, aber wir können hier hin. So. Ich möchte jetzt aber erstmal meine Waffe wechseln und das Schild auch. Das Schild ist nämlich scheiße. Hier, Fischschild. Sieht ein bisschen stylisch aus. Wir wollen irgendwie in die Richtung, oder? Das könnte unter uns sein, irgendwo. Das ist falsch. Okay. Das ist auch falsch. Diese Richtung ist schon ungefähr richtig. Da ist nichts, oder? Nein. Noch sind wir auf dem richtigen Weg. Ah, Moment. Ist das nicht sogar da? Genau hier jetzt? Ich glaube, ich erinnere mich. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das war hier oben, ne? Bin ich jedenfalls der Meinung. Ja, da ist doch eine Höhle. Perfekt. So, dann wollen wir es mal aufspringen. Bombenpfeile. Da. Och nein, es regnet. Ist nicht sein scheiß Ernst. So, danke. Dann halt so. Dup, 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 dup. Nach unten. Perfekt. Da ist er, der Manora-Schrein. Gucken, was wir hier machen müssen. Kämpfe, Monster auf Wachtürmen, warnen andere Monster in der Nähe, wenn sie dich sehen. Schalte sie als erstes aus, um verborgen zu bleiben. Kriegen wir hin. Manoras Segen. Das war jetzt die Challenge. Das war die
dämlichste Challenge, die ich je gesehen habe. Wir haben gerade mal das Ding freigeräumt und haben ihn gekriegt. Also da waren irgendwie andere Challenge. Also da hätte ich das hätte ich eher beim Donnerplateau erwartet, dass wir direkt so den Schatz kriegen. Da hätten sie so die Rätsel tauschen sollen. Naja, gut. Zeichen der Bewährung. So, haben wir schon mal 12. Zwei, vier, acht und zwei Drittel. Zwei Drittel nur? Kann sein, ja. Da haben wir doch nur zwei Balken. Ich dachte, wir hätten drei von dem nächsten Kreis mit der Ausdauer. Scheinbar sind es doch nur zwei. Naja, gut. Vier Schreine haben wir noch. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Irgendwelche coolen Steine, die wir abfarmen können. Bestimmt hier hinter, oder? Schade. Na gut. Dann gucken wir mal, wo haben wir noch einen? Den möchte ich jetzt aber erstmal entfernen. Und den möchte ich entfernen. Und ich möchte eigentlich nach oben. Passt. Uahahaha, Link, bitte. Na, komm schon, komm schon. Komm schon. Nein! Ach nö. Jetzt habe ich natürlich keinen Rivalsturm mehr. Na toll. Ich wollte eigentlich nochmal nach oben, weil ich weiß, dass da noch ein schöner Gegner ist. Aber im Regen können wir jetzt natürlich wieder knicken. Na gut, egal. Dann gehen wir jetzt. Wo gehen wir denn hin? Was ist hier? Achso, stimmt, hier war ein Stern unten. Das wollte ich auch irgendwann nochmal überprüfen. Warum habe ich das gemacht? Aber warum beides? So, hier könnten wir hin, aber das mache ich am nächsten Anfang des Parts. Deswegen gehen wir. Wie komme ich denn da am besten ran? Von hier, ne? Und dann den Weg hoch. Würde ich mal so sagen. Probieren wir es aus. Kann ja nicht so schaden. So, Shika-Sensor. Dieser Sensor spürt Schreine für dich auf. Danke dafür. Laufe einfach in die Richtung, in der das Siegel stärker wird. Ich finde, das hätten sie soundtechnisch anders machen müssen. Nicht, dass er immer gleich piept, sondern irgendwie, wenn man in die richtige Richtung geht, piept er zweimal schnell oder halt einen anderen Ton oder irgendwie sowas. Anstatt es einzublenden. Gerade im Hard-Mode hätte ich das besser gefunden. Aber naja, gut. Irgendwas ist ja immer, ne? Sao Kui-Schein, alles klar. So, wir wollen nicht dahin. Aber wir nehmen das hier mit. Wo sind wir eigentlich? So, ein Zuckerfluss? Stimmt, ja. Dann sind wir da hochgegangen. Wenn wir den Weg lang gelaufen, hätten wir den vielleicht sogar gefunden. Dann gehen wir doch einfach mal hier lang. So, bin ich richtig? Ja, und dann müsste hier ein Weg sein, genau. Und da wir das alles nicht einfach so machen, holen wir Yuki. Sie zerstört eh alles, was uns auf dem Weg ist. Wow, wow. So. Ne, keine Höhle, ich dachte gerade. So. Was haben wir denn hier? Kommt der Blutmond? Ich glaube nicht. Das ist auch echt eine knappe Kiste mit dem Blutmond. Wir müssen ihn sofort sehen, wenn Nacht wird und... Das müsste jetzt Nacht Nummer 3 sein, ne? Ich glaube, es gibt da eine Reihenfolge. Also eine bestimmte Anzahl an Abende, dass der halt regelmäßig kommt. Ich weiß nur nicht, ob wir die Zeit auch vorspulen können. Das weiß ich wiederum echt nicht. Damit wir das Abend vorspulen, ist vielleicht schon zu spät. Und dass wir dann da nicht mehr hinkommen. Nice. Da. Nehmen wir das doch direkt. So, noch weiter. Nein, links. So. Was war das? Das klang komisch. Wie so ein Iltis oder so.
Ja. Ihr hättet euch nicht mit Yuki anlegen dürfen. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist hier, oder? Ich glaube, ich erinnere mich. Hier ist nämlich noch ein kleines Rätsel. So. Stall am Berge. So, nämlich hier. Mero. Wenn ich nur auch so malen könnte. Ja, sieht gut aus. Bist du auch wegen des Bildes hier? Ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Ozu, der Besitzer des Stalls, hat vor einiger Zeit in seiner Freizeit dieses Bild gemalt. Man beachte den beeindruckenden Vulkan im Hintergrund, der den Stall subtil hervorhebt. Der Stall ist rechts da, ne? Ja. Das muss die Südansicht des Stalls sein. Ich bin beeindruckt von der Komposition des Gesamtbildes. Das Gemälde des Stalls. Ja, wenn man jetzt hier mal guckt, hier ist so eine Art Weg zu dem Stall. Und wir sehen hier einen Schrein. Könnte natürlich auch einfach Lava sein, aber es soll ein Schrein sein, weil die Lava ist da hinten. Und jetzt müssen wir gucken. Die Südansicht, also das heißt, wir müssten vom Süden gucken und dann sehen wir den Schrein auch. Auf jeden Fall ein cooles Rätsel. Rennen wir jetzt nach Süden? Ja, so plus minus. Vielleicht sieht man das ja sogar von dem Turm aus. Weiß ich nicht. Wir müssen auf jeden Fall weiter weg. Da müsste es irgendwo da sein. Also links von dem Stall hatten wir gesehen. Dann machen wir das einfach mal. Wir gehen einfach mal hier links lang. Müsste... Ja, guck mal. Springt sogar schon an. Ich wollte gerade auf die Karte gucken, aber... Das brauche ich dann ja nicht mehr. Links vom Stall. So, wo haben wir das Ding denn? Das sieht irgendwie nicht so aus. Oder? Was ist das für ein kleines Lava-Ding? Warum nur so ein kleiner Punkt? Hier sind zwei. Hm. Ah, ihr seid das. Okay. Aber wir sind irgendwie auf dem richtigen Weg. Was ist das? So, haben wir nur einen Vogel. Hier muss es sein. Also wir rennen genau richtig. Laut Radar. Na gut, probieren wir es aus. Hups. So. Ah, es wird zu steil. Alles klar. So. Haben wir das denn? Ich gehe mal weiter nach oben. Irgendwo muss es ja sein. So, vielleicht können wir es sogar sehen. Hoffe ich. Da ist der Stall. Wo ist dieser kleine Schrein? Ich sehe es gerade nicht. Warum nicht? Ist es unter uns? Kann das sein, dass es unter uns ist? Ich gucke einfach nochmal von hier oben. Aber ansonsten würde ich halt mal... Wow. Das ist ganz schön hoch. Haben wir es... Nee, da haben wir es auch nicht. Okay. Das hier ist schon die richtige Richtung. Jetzt ist es weg. Okay, können wir von hier links an irgendwo ran? Kommen wir von hier unten irgendwo lang? Bin verwirrt. Wo ist das Ding? Wir sind definitiv in der Nähe.
Da ist falsch. Die Richtung ist richtig, oder? Ja. Wir sind auf jeden Fall richtig. Ich verstehe nur nicht, warum ich das Ding jetzt nicht finde. Ich glaube, so schwer war das gar nicht. So. Einfach nochmal probieren. Wo kann das Ding sein? Hier hinter? Pass auf, jetzt hätten wir einfach nur am Vogel links gemusst. Und? Ne, irgendwie auch nicht. Schade. So, es soll aber hier sein. Eigentlich sogar genau hier drinne. Ist das unter uns vielleicht? Kann das sein? Hier vielleicht? Ne, hier ist auch kein Gang. Oh, hier sind noch ein paar Steinchen. Haben wir denn hier was? Das kann nicht so schwer sein. Einen Schrein zu finden. Hier vielleicht? Aha, jetzt haben wir es. Beim ersten Mal habe ich das schneller gefunden. Na gut. Wir haben es jedenfalls. Aber ich würde sagen, den Schrein machen wir dann beim nächsten Mal. Tamur-Schrein. Und gucken, was dann so in seinem Inneren ist. An Rätseln. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao.